Hey Freunde, willkommen zurück hier. Wir sind immer noch im Magalania-Wald bei Final Fantasy X. Und wir laufen hier diesen super langen Weg durch den Wald, um endlich mal durchzukommen. Keine Ahnung. Oh, eine Chimera, die gibt da wieder schön XP. Und das Bild ist gerade so ein bisschen verschwommen. Egal. So, wir versuchen natürlich wieder zweimal mit Riku zu klauen, denn es gibt Polarwind. Ja, den hatten wir ja bis jetzt noch gar nicht. Oh, und guck mal, wie stark Yuna ist, ey. Voll übel. Und jetzt noch Lulu drin hauen. Alter, das wird fett. Bam. Und schon hat er über 2000 Schaden. So, nochmal klauen. Und, klappt's? No, fail. So, holen wir Auron. Aber Auron, nicht gleich töten, ja. Nicht gleich töten. Was? 1000 Schaden. So, Tidus darf jetzt auch. Tidus freut sich schon, ne? Der will auch hier reinhauen. Zack! Oh, voll schwach leider. Aber er hat auch Wasser und das Vieh halbiert Wasserschaden. Von daher kann man Tidus nicht übel nehmen. So, zeig her, wie viel hast du noch? 1500. Na, das machen die Jungs doch hier. Nasshauch. Oh, das ist ja schön. Stört mich nicht. So, Owen macht einen Tod. Bam! Ich muss mal gucken in meiner Ausrüstung, ob ich was gegen Wasser habe. Weil hier sind ja größtenteils Wassergegner. Und da wäre es schon praktisch, wenn ich die dann irgendwie ein bisschen abfangen könnte. Roter Reif, ja, das ist schon mal gut. Da habe ich eh nichts Besseres. Aquaschild, Nässe 50% habe ich. Ja, zumindest sowas. Ist praktisch, ja. So. Ganz viel Tobsuchtzeugs. Giftschutz nur. Warte mal, die Wasserwaffen, die kann ich hier... Das ist doch gut, da hatten wir mit Stromschaden. So, Donnerwappen, da haben wir bestimmt irgendwie ein Wasserwappen, oder? Nee. Wegen der starre Steinwall, auch sehr gut. Hm. Na, nee. Lassen wir das mal. Das können wir auch so lassen. Ja, passt alles, passt alles. Oh, guck mal, hier ist der Regenbogenschmetterling hier, der olle Arsch. Ui, süße Gegner. Habe ich mit Tidus nicht irgendwie eine coole Waffe, die irgendwie... Kälte, Nässe... Das ist doof, hat alle Wasser. Na egal. Ich wusste es. Ich wusste, dass das passiert. Was? Lasst mal ihn in Ruhe oder so. So, wir ballern das... Fliegen, Bienen, Wespenvieh ballern wir einfach weg, genau. Zack. So, Kimari darf dann den töten. Bam. Jetzt lass Owen in Ruhe. So, und Tidus kloppt dann den ollen Dingo da tot. Ach, ist ja kein... Wie komme ich jetzt auf Dingo? Dingo. Ist ja eher so ein Skink irgendwie. Ein Skink, ein Gecko, eine Echse. Ach, keine Ahnung. So, Tidus hat schon mal ein Level. Das ist gut. Also, ich gehe jetzt einfach mal die Level. Nick ich nicht. Nein, Leute, ich gehe nicht die Level. Aber ich heile. Zack, 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 zack. Das reicht. So, ab ins nächste Gebiet. Oh, hier sind wir schon. Ja, Freunde, dann, muss ich aufpassen. Zum See geht's jetzt. Und bevor wir weitergehen, gehen wir hier noch wo rein. Passt auf. Dank Owen passiert sowas hier. It is here, somewhere. What's here? Something you should see. Man, zeig her. But, Sir Oren. It won't take long. Okay. Einfach mal Schlitz, Schlitz. Du flüft einfach durch. Hier brauche ich jetzt aber auf jeden Fall eigentlich eine andere Waffe mit Tidus, aber ich glaube, das kann ich jetzt nicht mehr. Doch, kann ich. Denn hier kommt gleich ein Boss. Ja, sorry für Spoilern, aber der Boss hat ganz zufällig Wasser. Wasserdings da. Ihr wisst schon, Wassereigenschaften. Deswegen gehe ich jetzt doch hier die Felder.
So, Geschick um 3, schön. So, Titus freut sich hier wegen Gemach. Könnte ich ja mit Titus theoretisch noch hier hin? Er hat dann nochmal HP und MP mehr. Beziehungsweise hier hin hat er noch zweimal HP mehr. Ah oh, ja, ich glaube, das mache ich so. Ich glaube, das mache ich. Das sind 400 HP, ne? Das ist viel. So, mit Oren gehen wir hier hin. Der kriegt auch Gemachter. Und Lulu geht auch hier weiter und kriegt mehr MP. Zack. Schön, wirklich schön. So, was haben wir denn hier? Wo hat Oren uns denn hingeführt? Ui. This place. It's just water, isn't it? This is what spheres are made of. Wie, die Sphären sind aus Wasser? It absorbs and preserves people's memories. Oh nein. What's that? Fiends are also attracted to these places. Ach, ist das so, Oren? Deswegen kleppst du uns auch hierher, ne? Naja, Freunde, ein Kampf beginnen. Ist ja ein besonderes Tier. So, Ekstase, Salto-Hieb. Hauen wir ihn gleich rein, im Arsch. Zack, super. Bam, 660 Schaden. Wow, viel. Blitzkanner. Ui. Nee, ich mach einfach mit Kimari Dragonik. Vielleicht kann man ja was klauen. 100 MP erstmal abgezogen. Fett. So, mit Oren. Oh. Mit Oren greifen wir auch einfach an. Ach so, der Blitz ist so eine Art Konter. Hm, verstehe. Ja, wir müssen mit jedem einmal angreifen. Da haben wir jetzt keine Chance. So, Walker mit seinem Blitzding. Bam. Verdammt, ich glaube, jedes Elementar heilt das Vieh. Nicht durchschaubar ist er. Hm. Muss ich nochmal angreifen. Dann brauche ich Falfaris. Ich habe ja Falfaris mit voller Ekstase, ne? 6 Schaden, cool. Ja, dann wird das jetzt gleich lustig. Ausgewichen. So, Riku darf einmal klauen. Zack. Turbo-Ether. Oh, nett. So, und jetzt wechseln wir zu Yuna. Und Yuna darf dann... Nein, nicht Meisterruf. Nicht Meisterruf. Cool. Ja, alle haben volle Ekstase-Leiste. Wir holen Falfaris. Und Falfaris hat nicht elementaren Schaden. Und ja, ihr wisst ja, was dann kommt. Solarisstrahl. Das wird cool. Endlich mal wieder eine Bestie in Aktion. Ha. So, Freunde. Solarisstrahl. Attacke! Ich bin gespannt, wie stark der Angriff jetzt ist. Wow! 9300 Schaden. Alter, ist ja richtig fett, Falfaris. Du bist ja voll krass. Bam. Hauptsache, die sind alle umgedreht gegen das Vieh. Was soll denn das? Presse, oh nein. Für so einen Flächenangriff. Bam. Wir greifen einfach an. Falfaris, wieso bist du denn falsch rum? Oh nein, ich presse. Falfaris. Du bist der... Achso, es fügt wohl immer die Hälfte an Schaden zu. Na, mal gucken, vielleicht kann ich doch noch irgendwie rankommen. Immun gegen Schallschwinge, oh. Na, verdammt. Na egal, Falfaris hat ihr Bestes gegeben. Ja, Falfaris ist weiblich. Falfaris hat ihr Bestes gegeben. Und ja, kann man nicht meckern. Immerhin über oder ca. 10.000 Schaden gemacht. Jetzt muss ich im Grunde nur noch hier zu Oren wechseln und ein paar Mal angreifen und dann habe ich gewonnen. Zack. Riku kann dann höchstwahrscheinlich sogar nochmal klauen. Presse, oh nein! Oh, voll die... Ja, zieht wirklich 50% ab. Und Ether geklaut, schön. So, Tilos darf auch rein. Attacke! Oh, sehr viel Schaden. Presse, wieso machst du denn immer Presse, du olle Arschkind? Benutzen. Handgranate. Attacke! Autsch. Los, Oren. Tot, ne? Ja, sonst werde ich die Animation hier kommen. Also diese andere Animation. Ja, wir haben gesiegt. Sah zwar jetzt gegen Ende ein bisschen schlecht aus, aber passt.
Tor, voll übel, Alter, irgendwie voll zugrunde. Gibt es denn wenigstens gut XP für meine Leute? Ich hoffe doch. Und Spheroid. Cool. Jack Spheroid gefunden. 3000 XP, geil. Es ist übrigens so, Oren kriegt auch mehrere Ekstase-Techniken, aber bei ihm schaltet man die mit Spheroin frei. Wenn man einen findet, wie wir gerade haben, dann lernt man die erste Technik. Danach, wenn man drei Spheroin gefunden hat, lernt man halt die dritte Technik und die letzte lernt man, wenn man alle acht Spheroin von Jack und Braska und so gefunden hat. Und ich hatte noch nie alle. Ich werde mal gucken, ob ich die hier finden kann im Let's Play. Mal gucken. What are you taking? Well, you said it was gonna be a long trip. We'll be seeing a lot of neat things, right? So I thought I'd record it all in this. To show to my wife and kid, you know. This is no pleasure cruise. Hey, Braska. Ain't this supposed to be a grand occasion? We're the cheering fans, the crying women. This is it. Too many goodbyes. People think twice about leaving. If you say so. Well, it better be a lot more colorful when we come back. A parade for Braska, vanquisher of sin. We should go. Day will break soon. Ach ja, Vergangenheit. Oren, could you stand closer to him? Voll übel, wie Oren vor 10 Jahren aussah. Noch lange Haare, vor allem keine grauen Haare. Und ja, da hat er noch beide Augen gehabt. Vor allem Jack, er sieht irgendwie Tidus und er sehen sich echt nur teilweise ähnlich, finde ich. What's the hurry, man? Let me tell you what the hurry is. Oren. What's the point? He wasn't on some pleasure cruise. I think there's more. Hey, Rikus Augen sind voll krass. Understand, but you know what? There's a time when you have to stop crying and move on. You'll be fine. Remember, you're my son. Süß, oder? Ist so lieb. And, well, never mind, I'm no good at these things. Tschüss. Ja, hat er seinen Sohn doch lieb. Anyways, I believe in you. Be good. Goodbye. Eine Nachricht an Tidus, ist schon cool. Almost serious, but it was too late. He was serious. Jacked. Had already accepted his fate. His fate? Jekt, he. He was always talking about going home to Xanarkand. Mm-hmm. That's why he took all those pictures. To show them to you when he returned. But as he journeyed with us and came to understand Spira and Braska's resolve, it happened gradually. But Jekt changed. He decided he would join Braska in his fight against Sin. So then, he gave up going home?
That was his decision. Schon traurig irgendwie. I guess I understood. My old man. He knew there was no way back home. Back to Xanarkand. He wanted to go home, but he knew he couldn't. He couldn't go on until he accepted it. Besides, even if he had found a way back, I don't think he would have left his friends behind before their journey was complete. All right, let's go, guys. Yeah, weiter geht's, Freunde. Maybe I had to start accepting my own fate. Haben wir ja schön Musik. Jacks Spheroid. Über ganz Spira sind Spheroiden verteilt, die Jacks Aufnahmen von vor 10 Jahren beinhalten. Jetzt, da die Spheromasse besiegt ist, wurden all diese Spheroiden entsiegelt. Owen hat die Ekstase-Technik Holosiderit. Holosiderit erlernt. Ja. Machen wir mal hier gleich Level up hier, ne? Ist doch cool hier, ne? So, zack. Ne, Owen hat jetzt, wie gesagt, seine zweite Fähigkeit. Oder Ekstase-Fähigkeit. Voll cool. So, Kimari freut sich über Angriffskraft. Yuna freut sich über Geschick, so wie es aussieht. Gibt es hier irgendwie einen Spezialweg oder so? Ne, das führt zu Lulu. Ne, das geht nicht. Gut, alles klar. So, Walker kriegt mehr HP. Na, das war super, alles hier. Das war's, ne? Ja. So, gehen wir raus und weiter Richtung Makalana Tempel. Somit haben wir erstmal hier alles geschafft. Ja? Jack loved you. Oh, come on, please. He just didn't know how to express it, he said. Enough about my old man, okay? I just thought you should know. Okay. Na, Owen ist auch voll in Ordnung, wenn es um so eine Sache geht, ja? Thanks. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Ort hier, also dass es hier später nochmal irgendwas gibt, aber das weiß ich nicht. Also ich bin mir gerade nicht sicher, wie gesagt. So, ich möchte nochmal zum Speichersphäroiden. Am besten sogar nochmal abspeichern. Makalan, ja, zum See. Hm. Ach ja, oh, das Spiel, das ist so cool und es läuft immer weiter und macht so einen Spaß. Das ist wirklich ein großartiges Spiel. Ist wohl nur nicht so das Quatschspiel für einen Let's Player, weil da so viele Sequenzen sind und so, aber ist trotzdem cool. Boah, guck mal, wo wir jetzt schon sind. Oh, hier ist Klasko. Ey, Klasko, hä? Hi there. Would you look at this? They always leave me behind. Oh, you want me to scratch you? Süß. There. Good boy. How'd you know what it wanted? I've always been able to tell how chocobos feel. Maybe I'd make a better chocobo breeder than chocobo knight, huh? Irgendwie schon. Hey, what job do you see me doing? Ich finde auch, du wärst lieber ein Pfleger. Yeah, I think so too. Hmm, you know, I might just give it a try. So, kommen wir rein an die Kiste? Nee, fies. Dann ab in den Reisebedarf. Reisebedarf, das hört sich mal so an. So, Friendos, was ist hier drin los? Oh, Riku, du sitzt schon wieder auf dem Boden. Hier ist so ein Kombi-Dings für, genau, für Albert. Dings da. So. Du. A wedding's not supposed to make people feel this bad. Ja, ne? Come on, don't say that. I say what I want. Ever since. Oh, so you're an adult? No. Ach, Walker, du Typi. Yuna's sitting here like the. So, Owen ist auch noch hier. Make sure you're immer schön vorbereitet. Ja, genau, immer schön vorbereitet. So, Yuna, was los, hä? Wollen wir los? Mm-hmm. Don't forget to smile, remember? Oh. So, und Kimari. Temple not far. Why stop here? Frage ich mich auch, du. Möchtest du ausruhen? Ja, okay, ruh mich mal einfach mal aus. Kann ja nicht schaden. Erstmal vor ihm ein Mikroständer mit dem Fuß gegen ihr Pellet. Sorry, Leute. Ja, so.
Nun speichern wir nochmal, wir haben ja eh nichts Besseres zu tun. Und doch, haben wir eigentlich. Aber Freunde, ich mache jetzt erstmal Schluss. Und im nächsten Part machen wir weiter, ne? So wie immer eigentlich. Und ja, ich hoffe, wir erreichen dann schon den Tempel. Das wäre echt super, wenn wir den Makalania-Tempel dann erreichen könnten. Ne? Also dann, Freunde, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.